Depeche Mode sollte es in diesem Jahr zumindest noch nicht live geben. Aber bei ihrer Album-Release-Party in London gab es dann kein Halten mehr. Sie wollten und sie haben live gespielt. Nicht das, was man ein ganzes Konzert nennt, aber immerhin vier Nummern. Die beiden Singles Barrel of a Gun und It's No Good, die noch kommende Auskopplung Home und einen Klassiker, nämlich Never Let Me Down. Und wer glaubte, die lange Livepause oder auch Dave Gahans angeschlagene Gesundheit hätten der Livequalität etwas anhaben können, der irrt. Geladen war klassischerweise ins Hotel Ultra und die Depeche Mode mussten auch was zeigen in ihrem Hotel. Die ganze Londoner Musikszene war geladen und vor allem gekommen. Nicht zuletzt deswegen hatte man den Ort der Party versucht geheim zu halten. Rund 1500 Gäste konnten Dave und Co. nicht nur um Autogramme bitten, sie hatten die Ehre, die Band zum ersten Mal live erleben zu können. Trotzdem, live bei uns werden die Depeche Mode so schnell nicht zu sehen sein, auch wenn Touren nach Albumveröffentlichungen eigentlich üblich sind. Für das kommende Jahr hat man Hoffnung, bis dahin soll Dave sich nach seinen Drogenproblemen so weit erholt haben, einen stressigen Touralltag wieder einstecken zu können. Nach Aussage der Band selbst aber wollen sie mit diesem Album überhaupt nicht touren. Auch nicht nächstes Jahr. Warten wir es ab.